Ja, liebe Gäste, wie gerade schon angekündigt, ist sozusagen das neueste Fahrzeug unserer Ortsfeuerwehr Brandes gerade vorgefahren. Es ist ein Rüstwagen. Dieses Fahrzeug, das sehen Sie, denke ich, an der Seite, ist sozusagen Bestandteil des Katastrophenschutzes. Katastrophenschutz ist eine Aufgabe des Landes, also des Freistaates Sachsen. Und der Freistaat Sachsen unterhält im gesamten Bundesland 19 solche Fahrzeuge. Dieses Fahrzeug ist zugeordnet dem Löschzug Retten Nord des Landkreises Leipzig. Zu diesem Löschzug gehören noch die Feuerwehr Koldenz mit zwei Fahrzeugen sowie das Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr hier in Koblenz und hier sozusagen als Komponente den Rüstwagen. Und wie Sie sicherlich entnehmen können, der Intention Katastrophenschutz ist es also ein Fahrzeug, was speziell für Großschadenslagen ausgelegt ist. Das heißt, für die örtliche Gefahrenabwehr ist das Fahrzeug natürlich auch einsatzbereit und wird davon auch eingesetzt, dafür auch eingesetzt. Aber es ist eben auch dafür gedacht, für größere Unfälle, für größere Schadenslagen im Landkreis alarmiert zu werden. Das heißt, bei jedem großen Verkehrsunfall mit Lkw, Bussen oder mehreren Pkws, bei jeder Explosion, bei jedem Gebäudeeinsturz in anderen, wird entweder der Rüstwagen der Feuerwehr Pegau oder eben der Rüstwagen hier in Brandes, was baugleiche Fahrzeuge sind, alarmiert und unterstützt dann vor Ort die Einsatzkräfte bei ihrer Tätigkeit. Und im Katastrophenschutzfall, also wenn wir uns vielleicht vor einem Jahr etwa im Ahrtal diese Sturzflut zurückerinnern, würde es also auch so sein, dass der Landkreis Leipzig seinen Katastrophenschutzzug, Löschzug Retten Nord, alarmiert. Dann haben die Kameraden Zeit, sich, sage ich mal, auf einen Einsatz, der länger geht, auch auszustatten mit persönlicher Ausrüstung. Und dann fährt dieser Löschzug gemeinsam auch entsprechend in andere Bundesländer und unterstützt dann dort die Einsatzstelle. Das sind natürlich auch immer Einsätze, die von der Belastung her sehr groß sind. Vor einigen Jahren gab es mal einen Zugunfall bei Bad Lausick, wo also auch das Fahrzeug dahin alarmiert wurde. In Brandes an sich selber ist das vierte Fahrzeug seiner Generation. Direkt nach der Wende 1991 gab es sozusagen das erste Fahrzeug dieser Bauart und jetzt mittlerweile das neueste, eben seit März diesen Jahres einsatzbereit. Im Januar wurde uns das Fahrzeug sozusagen übergeben vom Freistaat und wir möchten Sie ja auch dann einladen, das Fahrzeug näher kennenzulernen und Sie werden auch sehen, wenn wir dann das Fahrzeug vorstellen, dass es viel, viel, viel Ausbildung bedarf, damit wir dieses Fahrzeug eben auch in allen Situationen bedienen können. Und bevor wir sozusagen vielleicht zu der ganzen technischen Ausstattung kommen, die Sie dann auch gerne auch in Präsentation oder auch selber auch in Augenschein nehmen können, möchten wir sehr gern, dass unser Nachbar sozusagen eben auch seinen Segen dazu gibt, dass immer alle Einsatzkräfte, alle Kameradinnen und Kameraden gesund von jedem Einsatz zurückkommen, denn das ist dabei immer das Wichtigste. Deswegen übergebe ich das Mikro an unseren Pfarrer am Steinort. Herzlichen Dank. Liebe Kameradinnen, Kameraden, liebe Gäste, wurde als Ortspfarrer hier gebeten, den Segen zu sprechen für dieses Fahrzeug, für die Menschen, die dieses Fahrzeug nutzen, die es bedienen, und ich tue das sehr gerne. Es ist ja unsere Feuerwehr hier in Brandes für unsere Stadt, für die Region und gerade dieses Fahrzeug ja auch für den Landkreis, für die Aufgaben, für die besonderen Schadenslagen im Katastrophenschutz. Und wichtig ist ja zwei Dinge neben diesem sehr schönen, sehr neuen Fahrzeug, was ich mir vorgestern schon einmal ein wenig näher angeschaut habe. Wichtig sind zwei Dinge. Einmal, dass immer Menschen da sind, dass Sie als Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr da sind, die es bedienen können, die es einsetzen können, die Technik beherrschen
Und als zweites ist, denke ich, wichtig, dass der Segen Gottes dabei ist, wenn dieses Fahrzeug im Einsatz ist, für die, mit den Menschen, die da fahren, die es einsetzen, die damit unterwegs sind. Dass alles gut gelingt, dass alle auch gesund wieder nach Hause können und dass die Hilfe möglich ist, ankommt, die auch mit diesem neuen, modernen Fahrzeug geleistet werden kann. Im Psalm 121 der Bibel, da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erden gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So sei nun dieses Fahrzeug des Katastrophenschutzes unter den Schutz und Segen Gottes gestellt und für seinen Einsatz geweiht. Möge so umfassende Hilfe möglich sein, möge der Einsatz der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit diesem Fahrzeug Rettung, Schutz und Hilfe bringen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, dann vielen Dank, Herr Steinert, in der Hoffnung, dass das auch immer so eintritt und wir sind bemüht, eben trotz dessen Hilfe zu leisten, aber immer der Unfallschutz für uns auch eine wichtige Rolle spielt. Sie sehen, wir würden jetzt gern das Fahrzeug einmal kurz umparken, dass wir Ihnen kurz was zeigen können dazu. Dann würden wir Sie einladen auf dem Kleinmarkt, wo auch die andere Technik präsentiert ist, das Fahrzeug schon mal selber in Augenschein zu nehmen und in etwa einer Stunde werden dann hier vorne auf dem Platz immer kleine Vorführungen vorgestellt werden, kleine Vorführungen stattfinden, sodass Sie einen kleinen Einblick haben, mit was die Dreimann-Besatzung, die auch hier drüben sozusagen neben mir ja stehen, alles hantieren müssen können, dass sie jeder Tages- und Nachtzeit 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.